sind heute hier auf der ITSA 2019 und befassen uns mit dem Thema Cyber Security. Ein wesentlicher Bestandteil bei der Cyber Security ist das Thema eben Schadsoftware. Wie kann ich Schadsoftware im Unternehmen verhindern? Wie kann ich die Mitarbeiter gezielt dort mit einbinden in eine Gefahrenabwehr? Und wie kann ich das Ganze dann auch im Unternehmen vorantreiben? Mittlerweile gibt es über 600 Milliarden Schadsoftwareprogramme, die weltweit verteilt sind. Täglich kommen über 280.000 Schadsoftwareprogramme hinzu. Da ist ein wesentliches Potenzial da, das Ganze einzudämmen. Es gibt Milliarden von Identitäten, die tagtäglich geklaut werden und die dann eben missbraucht werden. Schuld liegt nicht allein nur bei den Hackern. Ein wesentlicher Bestandteil ist dabei auch, die Mitarbeiter dort mit einzubeziehen. Es hängt damit zusammen, dass eben die Mitarbeiter mittlerweile ein sehr großes Angriffspotenzial geworden sind, speziell für Hacker, die dann dementsprechend das Ganze ausnutzen. Typische Fehler der Mitarbeiter sind Klicken eben auf unbekannte Links. Das kann in einer E-Mail passieren, das kann über einen Webbrowser passieren. Unsichere Passwörter ist sicherlich ein weiteres Thema, was relevant ist. Passwörter, die öffentlich einsehbar sind. Das klassische Beispiel, der Mitarbeiter hat über ein Post-it seine Passwörter direkt an den Monitor dran. Aber auch das vergessene Rechner zu sperren, beziehungsweise auch Updates einzuspielen. Regelmäßige Schulungen sind daher notwendig. Umgang mit Passwörtern ist dabei relevant. Umgang mit Phishing-E-Mails, ein sehr großes Stichwort. Aber auch das ganze Thema Zwei-Faktor-Authentifizierung. Wie werden die Mitarbeiter geködert? Das ist mittlerweile sehr professionell. Die Hacker bedienen sich dort Informationen aus Social-Media-Kanälen, wie zum Beispiel Xing oder LinkedIn. Dort wird genau geschaut, wie der Mitarbeiter im Unternehmen aufgestellt ist, wer sind seine Vorgesetzten und darauf werden dann gezielt Attacken realisiert. Im Alltag helfen uns hier Hinweis- oder Warnschilder. Das gibt es eben im Unternehmen bzw. in der IT nicht. Im Unternehmen helfen dagegen eben Mitarbeitertrainings. Das ganze Thema läuft bei uns auch unter dem Stichwort Human Firewall. Das heißt, wie kann ich die Mitarbeiter einbeziehen und wie kann ich sie dort schulen? Mitarbeiter kann ich dann eben in diesen Themen stärken und sie als sogenannte Human Firewall nutzen. Dabei ist es eben wichtig, kurze Schulungsinhalte immer wieder den Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen. Dadurch werden die Mitarbeiter für gefährliche Situationen sensibilisiert und können dabei helfen, Gefahren abzuwehren. Dies ist auch nachweislich messbar. Wir haben eine Lösung bei uns im Produktportfolio, die auswerten kann, wie sich das Verhalten der Mitarbeiter durch Schulungen merklich verbessert.